Heute im Weekly Report, die Vienna Capitals 2 im Kampf um ein Playoff-Ticket. Wir haben das Farmteam genauer unter die Lupe genommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weekly Report. In der vergangenen Woche bestritten die Spusu Vienna Capitals ihre ersten drei Spiele in der Pick Round. Gegen Südtirol gelingt daheim ein 4:0 Erfolg. In Salzburg entscheiden die Wiener das Prestige-Duell im Shootout mit 3:2 für sich. Und gestern besiegen die Capitals den KAC mit 4:1. Zum Auftakt der Pick Round feiern die Caps einen klaren Heimsieg und gewinnen in der Erste Bank Arena gegen Meister HCB Südtirol mit 4:0. Für die Treffer sorgen Alex Wall, Riley Holzapfel sowie zweimal Sondre Olden. Caps Goalie JP Lamoureux bleibt zum dritten Mal in dieser Saison ohne Gegentreffer. Beim EC Red Bull Salzburg erkämpfen sich die Capitals einen 3:2 Auswärtssieg nach Penaltyschießen. Zum Matchwinner wird Peter Schneider mit einem Doppelpack, darunter dem einzigen verwandelten Penalty im Shootout. Gegen die Rotjacken dominiert Wien fast 60 Minuten das Spiel. Holzapfel, Olden und Wall legen in den ersten beiden Dritteln bereits früh den Grundstein für den Sieg. Kelsey Tessier macht mit dem Empty-Net-Treffer 48 Sekunden vor Schluss dann alles klar. Die Spusu Vienna Capitals bleiben weiter hinter den Graz 99ers auf dem zweiten Tabellenplatz. Bislang noch ohne Punkte in der Pick Round ist Fehervar. Am kommenden Freitag treffen die Caps auswärts auf Fehervar und zwei Tage später ist Tabellenführer Graz zu Gast in der Erste Bank Arena. Willst du beim Duell der beiden Tabellenführer Wien gegen Graz mit deinen Freunden live in der Erste Bank Arena dabei sein? Das Weekly Report Team verlost für das Spiel am Sonntag 5 Karten. Du musst dafür einfach nur dieses Video auf Facebook kommentieren und uns schreiben, warum gerade du mit deinen 4 Freunden dabei sein musst. Also lass dir die Chance nicht entgehen. Mit Lukas Piff, Fabio Adner und Patrick Kittinger haben gleich 3 Spieler der Vienna Capitals 2 in dieser Saison ihr Debüt in der Erste Bank Eishockey-Liga gefeiert. Beim Interview mit Weekly Report sprechen die Youngsters über ihr erstes Mal im Jersey der Großen und was sie mit dem Farmteam in dieser Saison noch vorhaben. Gemeinsam kommen Lukas Piff, Fabio Adner und Patrick Kittinger auf 14 Einsätze für die Spusu Vienna Capitals. Mitgenommen haben sie von diesen Partien viel Erfahrung. Ja, ich denke, es war auf jeden Fall ein erster guter Schritt, aber es gibt noch viel zu arbeiten. Wir sind alle nicht dort, wo wir hinwollen und es wird schon werden. Der Plan für die Zukunft ist für die 3 Cracks klar. Natürlich den Platz in der Ebel festigen und ich denke, Punkte her ist jetzt im Moment für uns nicht das Wichtigste, aber die Eiszeit regelmäßig bekommen, das Vertrauen. Einfach durch die Eiszeit lernt man sehr viel kennen von den Profi-Eishockey und das Tempo ist auch ein ganz anderes und es ist einfach wichtig, die Erfahrung zu sammeln. Die Erfahrungen in der höchsten Liga lassen Piff, Adner und Kittinger gleich bei ihrem Stammteam in der erste Liga mit einfließen. Vor allem nur noch so die anderen Mitspieler mit, die noch nicht oben waren vielleicht. Du pushst die genauso damit, wenn du dann runterkommst und eine gute Einstellung hast und richtig Gas gibst. Aktuell bestreitet das Team von Headcoach Santeri Heiskanen die Qualifikationsrunde und ist dabei voll auf Playoff-Kurs. Durch 3 Siege in der vergangenen Woche haben die Vienna Capitals 2 den dritten Tabellenrang gefestigt, den es für eine Playoff-Qualifikation braucht. Das Ziel ist also klar. Auf jeden Fall das Playoff erreichen, aber bis dorthin ist es doch noch ein langer Weg und wir müssen ein Spiel nach dem anderen nehmen und so wie es kommt. Wir spielen super Eishockey im Moment und das werden wir weiterspielen. Und damit schauen wir auch gleich auf die Ergebnisse der Nachwuchsmannschaften. Die Vienna Capitals 2 gewinnen alle 3 Begegnungen in der vergangenen Woche, inklusive dem Heimspiel gegen Donau Városi. Die U20 verliert gegen den VSV mit 2:5 und die U16 feiert gegen Feldkirch einen 17:2 Kantersieg. In den beiden letzten Partien der Qualifikationsrunde treffen die Vienna Capitals 2 daheim auf Gyurgyö und den Hockey Club Budapest. Piff, Kittinger und Co. brauchen eure Unterstützung, also kommt in die Halle 3 der Erste Bank Arena und lasst euch den Showdown nicht entgehen. Die U20 empfängt in dieser Woche Jesenice. Die U18 bekommt es mit dem VSV zu tun und auch die U16 spielt gleich 2-mal gegen die Altersgenossen aus Villach. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn ihr auch nächsten Montag wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Weekly Report.